So, guten Morgen. Heute haben wir wieder mal Videotag. Ja, ist mal Zeit, wieder ein Video zu machen. Und zwar habe ich was Schönes gekauft gestern durch Zufall. Kam ein Händlerkollege hier an und meinte, er hat an mich gedacht, er hat mir zwei kleine Räder mal mitgebracht. Der so Kinderräder. Weil ich gesagt habe zu ihm, wenn du mal Kinderräder hast, kannst du die mir gerne vorbeibringen. Ja, so, dann kam er an und was ist es? Ja, schauen wir doch mal. Ah. Ah, was haben wir hier? Nein, 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 nein. Der kamerascheue Kollege sagt, der ist schon ganz aufgeregt. Aber er kann nicht reden. '83? Uiuiui. Baujahr 83 BMX GT. Ah, Redline. Ah, ein Redline. Baujahr 83. Man weiß nicht genau, was für eins, aber es ist wirklich. Ja. Super alt, super geil und super rostig aus dem Berliner Keller, aber alles genial. Und das andere? GT. Hi, Tommy. Hi. Mach mal. Mein Bett hat nur. Ich spitze jetzt schon. Mit den wunderschönen Laufrädern. Oh, nein, 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 nein. Bleib, 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 bleib. Er hat Angst, dass mir jeder die Teile abkaufen möchte, jeder BMX-Freak. Hier, Falgen wie neu, wunderbar. Araya. Naja, er hier, er ist der BMX. Profi. Profi. Als er noch. Ersatzteil und echt gut aufgebaut, oder was? Nee, beide top. Beide top. Ja. Silberne Rahmen, rosten wir schnell, oder? Sind sie ja schon. Aber das sind die Berliner Keller. Aber wirklich geniale Stücken mit genialer Ausstattung. Die Generalschleckrosten ist doch nicht drin, oder? Naja, für Baujahr 83 und Berliner Keller ist dann seitdem. Ich denke, die sind rostfrei, wenn die kriegen so. Nee, ist ja kein Edelstahl. Ja. Also wunderschön, Elina BMX. Aber die kriegt man ja auch wieder hin, ne? Die Rost eigentlich. Ja, den Chrom nicht, aber den Rost ja. Meinst du mit dem Emergency, ne? Ne, muss man neu verchromen, müsste man neu verchromen, aber das machen wir nicht. Oh, wie hängt das denn hier vom Lenker hier irgendwie? Das war einer, oder? Als 80er, oder? Ne, 80er Jahre. Der Lenker, ne? Ja. 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 Okay. Ja, also, Fakt ist, das nehmen wir auseinander. Schau mal, wie alt das ist. Geil, genial, wunderbar. Santur Laufräder, Araya, Felgen. Ich bin begeistert. Mal gucken, wie es hinterher aussieht. Auf alle Fälle. Okay. Machen wir. Jetzt muss man erstmal Werkzeug holen. Für die Pedalen. Also, genial. Und wenn jetzt jemand, also die alten GT-Namen, wunderbar, die Felgen, wunderbar, richtig geniale Zeug. Ja. Hier habe ich ja auch noch einen schönen Laufradsatz. Auch noch schön. Ja, der war nicht mit dabei, aber die beiden Räder, das wird für meine beiden Töchter, das werden sehr schöne Räder werden. Jetzt habe ich drei Redline-Rahmen, also drei Redline-Räder. Hier sind die anderen. Redline, Redline, Redline. Ja. Und jetzt muss ich erstmal Werkzeug rausheben. Sonst flippt er aus da oben, der will unbedingt Schrauben, der ist so, der war so fantastisch begeistert.
begeistert war er, ja. Warum wird rumgeschrien? Und jetzt ist er ganz heiß. Heute Morgen ist er gleich heute früh gekommen und hat gemeint, ja, ich baue das auseinander, ich mache das schön und so. Und weil er ist früher gefahren, genau so ein Rad, sagt er, hat den auch gleich gehabt, die Redline. Gänsehaut hat er bekommen, sofort, und sagt, boah, geil, genial. Ja, wenn es ihm Freude macht, Spaß macht, ich freue mich auch. Und ich freue mich mal wieder, so schöne Räder bekommen zu haben für einen echt schmalen Preis. Also wirklich für sehr wenig Geld. Aber ging gar nicht ums Geld, sondern es ist für meine Kinder dann am Ende. Und naja, genial, ich freue mich. Also bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Fund. Mal gucken, wann der kommt.